Es ist, als wenn es gerade erst gestern gewesen wäre. Wir drei, der Seppel, der Kari und ich, wir sind gerade so knapp 10-jährig und zusammen in die 4. Klasse gegangen. In der Schule sind wir zufällig gerade auch noch alle drei nebeneinander gesessen. Gelernt haben wir eigentlich nicht gerade so keinen viel. Und aufpassen haben wir auch nicht immer. Wir haben alle drei den Kopf immer an einem anderen Ort gehabt. Nämlich bei unserer Baumhütte und am Schloss oben im Sturzbach auf der Lauermatte. Genau dort sind wir beim schönen Wetter allbigs sofort nach der Schule gegangen. Zumitzt im Bach haben wir zusammen ein grosses Steinschloss mit zwei hohen Türmen, dicken Mauern und einem breiten Wassergraben ums Schloss herumbauen. Meistens, wenn wir drei am Stein und Holz herumbiegen gewesen sind, ist dann auch der Schafhirte Rudi vom hinteren Tal mit seinem Hirtenhund am Bari da gewesen. Er hat immer einen langen grauen Mantel, einen grossen schwarzen Hut und schwere Nagelschuhe angehabt. Er hat uns drinnen manchmal gesagt, «Los, Buben, passet auf im Spiel am Bach, das könnte nicht bei dir ganz gefährlich werden.» Er könnte euch nämlich die ganze Burg um die Baumhütte kaputt machen und gar am Ende noch einen mit runterzehren. Wisst ihr, der Sturzbach ist ein ganz unberechenbarer. Die Gemeinde sollte schon lange etwas dagegen machen, dass er nicht mehr so ein Wilder ist. Also, passet auf und hebt Sorge, Buben. Am Stammtisch im Rössli ist fast jeden Tag über den Sturzbach geredet und debattiert worden. Der Heiri von der oberen Matte hat gemeint, man sollte jetzt endlich mal etwas machen und nicht immer nur davor reden. Die gleiche Meinung ist auch der Glocke Kari. Er schlägt mit dem Fuß auf den Tisch und ist verrückt, weil die Gemeinde einfach nichts dagegen unternimmt. Also wird geredet und erzählt, bis es dann plötzlich spät ist. Die Natur ist manchmal viel schneller als der Mensch und schon ist es passiert. Das Wetter wird immer schlechter und der Sturzbach bringt immer mehr Gröll und Wasser oben runter. Ein schwerer Sturm zieht über das Tal und reißt alles mit, was nicht niet und nagelfest ist. Aber der Bach war schneller und stärker als die Feuerwehr vom Dorf. Ein ganz schlimmes Bild hat sich uns drei Buben nach dem Unwetter gezeigt. Die Baumhütte auf der Laubermatte ist 20 Meter weit runter kaputt im Wald gelegen. Und unsere Burg ist total zerstört und mit grossen Steinen und dicken Baumstämmen zugedeckt. Auch der Schafhirte Rudi vom hinteren Tal war nie mehr rum. Nur noch der Stock und der grosse schwarze Hut sind neben dem Bach einsam am Boden gelegen. Dort, wo früher ein Bänkli gestanden ist, genau dort ist der Barri gelegen und hat gejault und gewinselt. Der Sturzbach hat der Rudi, der halbwegs bei uns oben zu den Schaf geschaut hat, mit sich gerissen und ins Dorf runtergetragen. Die Feuerwehr hat ihn dort unten bei der Brücke im Recken gefunden. Der Rudi wird nie mehr bei uns oben sitzen und zuschauen, wie wir an unserem Wasserschloss gut tun. Er ist jetzt im Himmel oben und schaut von dort aus zu, dass es nichts passiert, wenn man wieder an einem neuen Schloss baut. Ein paar Tage später sind alle drei Buben wieder auf die Laubermatte und haben dort, wo das Bänkli gestanden ist, aus schweren Steinen ein grosses Kreuz gemacht, als Andenken an unseren Rudi. Auf sein Grab haben wir im Dorf schöne Blumen gelegt, die wir auf der Wiese für ihn zusammengesucht haben. Am Rudi seinen Hunderbarri habe ich dann zu uns genommen, wo er dann wieder ein neues Zuhause gefunden hat. Bleiben tut uns einzig seine Melodie, der Hirtengruss, wo er doch so manchmal für uns auf der Hirtenflöte gespielt hat, wenn wir allwegs wieder an unserem Traumschluss geschafft haben.